Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und unsere Helios ist noch nicht hier. Kommt aber an. Und da sind wir dann Gefahrenstufe Mittel. Ach Gottchen, dann los. Wir gehen natürlich die nochmal schnell durch, gucken, was wir so verteilen können. Ein paar zusätzliche Willenskraftpunkte für Tobi Dominik, das ist nicht schlecht. Außerdem... Ne, kein Außerdem, wir haben hier keine Schocklanzen. Das ist schade. Aber eine Schleimabweiser-Modul gebe ich dir mal mit für später, nicht für jetzt. Ich guck mal sicherheitshalber, ob wir doch Schocklanzen hier haben, die aus irgendeinem Grund... Ja, da sind welche. So. Okay, wunderbar. Kiran Meli braucht keine, bekommt aber das Nebelabwehrmodul für später. Und Schleimabweiser-Modul auch. Und ein bisschen Willenskraft? Ja, warum nicht? Jean Grey, du kriegst kein Nebelabwehrmodul, einfach weil du keins kriegen kannst, was schade ist. Und du bekommst ein bisschen zusätzliche Geschwindigkeit und... Plus Bonus auf Heilung und die Willenskraft. Ja, ich gebe dafür mal ein bisschen zusätzlich aus und gebe ihr dafür dann die Medikits mit. Wir brauchen ein paar neue. So. Okay, wunderbar. Muss reichen. Und der nächste bitte. Birgit Garcia. Nebelabwehrmodul geben wir hier mal nicht mit. Ja, du bekommst noch ein Medikit. Und hier noch ein weiteres Watcher AT. Und ansonsten Geschwindigkeit. Bobby Irrmann, du bekommst nichts weiter mit. Obwohl, hier, nimm eine Brandgranate. Irgendwas wirst du damit schon hinkriegen, ne? Und du bekommst Willenskraft. Und das war's, dann geht's los. So. Ah, da haben wir doch Nebel, den wir benutzen können, den wir absorbieren können, theoretisch. Nebel einatmen, ja. Für jeweils zwei verbrauchte Nebelfelder hältst du einen Willenskraftpunkt zurück. Okay, Frage. Warum haben wir einen, der hier ganz hinten rumsteht und die anderen, die alle hier oben sind? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so das Beste ist für uns. Der Sturmsoldat macht mir nicht so große Sorgen wie der Brecher, deswegen ziehen wir auf den Brecher. Und haben nicht getroffen, das ist aber nicht schön. So, das ist das und Fernsteuerung. Na, ich möchte bitte das auch dann benutzen. Cool, das hat wirklich eine Menge gebracht. Wie viel Willenskraft hat denn der? 16. Ich meine, theoretisch kann ich ihn übernehmen für eine Runde. Ich meine, das bringt uns schon eine Menge, ein ganzes Stück weiter. Das bringt uns eine Menge weiter. Das war ein toller Versuch, Deutsch zu sprechen. Und, okay. Noch ein Stück bitte. Geistbruch ist nicht wirklich, was ich will. Gibt kein gültiges Ziel. Das ist aber doof. Wir haben 16 und der hat 16. Rein theoretisch müsste ich den übernehmen können. Jetzt kann ich ihn übernehmen, okay. So, wunderbar. Und dann... Du bist kein Zivilist.
Gut, du läufst hier hin. Du hast bereits geschossen. So, du kannst einmal schreien, bitte. Und dann kannst du nicht auf den, sondern auf den dort feuern. Arm deaktiviert, wunderbar. Nicht schlecht. 20 Virus, der ist ziemlich am Ende. Wo haben wir da noch einen aufgedeckt? Dort, unten. Okay, und dort noch ein Scharfschütze. Wenn wir den Scharfschützen vernünftig treffen könnten, wäre das schön. Okay. Du machst nichts weiter und das war's. Also, die schwere Truppe dort macht mir gerade noch Sorgen. Okay, der ist erledigt. Nicht, dass er vorher noch wirklich hätte was machen können. Jetzt die Frage, war das ein Zivilist oder ein Kämpfer? Wahrscheinlich ein Kämpfer, ein Zivilist hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Und, okay, der läuft sehr viel, das heißt, er schießt in dieser Runde. Oh, verdammt, klar, damit kann er noch. Oh, verdammt, alle stehen auf dem Dach. Au. Okay, wie geht's meinen Leuten? Ich glaube, nur einer wurde getroffen. Ja, okay. Das geht noch, das geht noch. Alles ist gut. Niemandem ist was passiert. Das Ding braucht zwei. Okay, wenn ich hier runterlaufe und den übernehme, dann habe ich ihn. Ja, bitte weiterlaufen. Okay. Und den hier übernehmen. So. I was born ready. Du müsstest theoretisch noch einen Schuss haben. Kann in diesem Zug nicht mehr verwendet werden. Na gut. Dann demnächst wieder. Jetzt gehst du erst einmal hier hin. Und entschuldigst dich für das, was du getan hast. Okay, und dann läufst du nach vorne. Du läufst hier hin. Hat 0 Willenskraftpunkte. Hat weiterhin 0 Willenskraftpunkte. Okay. Wir können den da übernehmen. Der ist in Panik. Jetzt schon. Dann gucken wir mal, ob wir ihn trotzdem benutzen können. Nee, können wir nicht. Ich denke, da haben sie ein paar Dinge verändert. Das habe ich im... Das Problem hatten wir schon beim letzten Mal. Ja, dass wir keine Willenskraftpunkte bekommen, das ist nicht neu. Aber ich versuche es eben immer wieder mal. In der Hoffnung, dass es irgendwann so funktioniert, wie es dasteht. Habe ich ihn schon wieder verfehlt? Tatsächlich. Gibt's doch nicht. Das war nichts. Das war was. Ach verdammt, die haben mein Geschütz runtergeschossen. Das ist ja nicht freundlich.
Oh, man kann das Geschütz so. Okay, cool. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber irgendwie hat es funktioniert. Ja, geh mal hier runter. Im nächsten Zug kannst du es wieder aufstellen. Du machst nichts weiter und das war's. Das hat nichts gebracht. Gut, der Virus funktioniert. Der Brecher funktioniert leider auch. Oh. Autsch. Oh, und da ist ein Bein gebrochen. Rumpf deaktiviert, nicht das, was ich deaktivieren wollte. Oh, verdammt, hier haben wir auch was abbekommen. Das ist aber nicht gut. Ja, stell mal bitte das Geschütz hier hin. Okay, niemand ist im Visier des Geschützes, dann kannst du dich bitte selbst heilen. Tja, ich meine, ich kann auf den schießen immerhin. Und diesmal habe ich sogar einmal getroffen. Ist gerade in Panik, ist also nicht wirklich eine Gefahr. Du gerätst wieder in Panik, ne? Das heißt, wir müssen gucken, ob wir dem was antun können. Das könnte gereicht haben. Ne, verdammt. Ist nicht in Panik geraten. Okay, Explosionsstoß hinterher. Und hätte ich das vorher gemacht, hätten wir den eventuell schon getötet gehabt. Weil dann die damit die Rüstung wahrscheinlich reduziert wird. Ja, 40 Rüstung weniger. Und warum haben wir noch so viel übrig? Wir sind doch eben gelaufen, ne? Moment. Oh, die Anzahl der benötigten Aktionspunkte wird auch reduziert. Ich denke immer die ganze Zeit nur an die Reichweite, aber das ist tatsächlich auch ein Effekt. Und so. Der ist doch mal effektiv. Was bedeutet, dass Jean Grey effektiv ist, was mir gefällt? Und das war nichts. Okay. Haben wir noch jemanden? Nein. Das heißt, der hier dürfte der letzte. Warum gehst du dorthin? Das ergibt keinen Sinn. Nicht ins Feuer laufen. Okay, auf Überwachung gehen. Das klingt doch sinnvoll. Ihr wisst, dass ich dort eine Granate hingeworfen habe und der sowieso erledigt war, ne? Naja, einigermaßen erledigt. Hätte theoretisch noch Dinge machen können. Oh. Ist noch nicht in Panik geraten. Obwohl 32 Virus drauf sind. Ich verstehe nicht, wie Panik funktioniert. Ich verstehe nicht, wie Säure funktioniert. Ich verstehe nicht, wie irgendwas in diesem verdammten Spiel funktioniert. Hier, wie der Nebel, das Nebelabsorbieren funktioniert, verstehe ich auch nicht.
Schocklanze, die verstehe ich. Pro zwei Felder absorbierten Nebel angeblich. Bekommen wir da wenigstens Kraftpunkte zurück, aber nicht wirklich. Okay, das war absolute Verschwendung. Wir hätten einfach nur das hier machen müssen. Nicht nur, weil der da noch rumsteht, sondern auch, weil der einfach verblutet. Genau. Gut. Naja, ich meine, wir haben unsere Mission erfüllt. Bobby Irrmann ist verletzt, allen anderen geht's gut. Erfahrung gab's nicht wirklich groß. Ich würde mal sagen, gut genug. Plus 8 bei den Jüngern, plus 15 bei der Zuflucht, minus 6 bei Jericho. 50 Tech, 420 Materialien und 300 Nahrung. Und niemand ist so doll verletzt, dass wirklich irgendwas schlimm wäre. Dort könnte man Leute hinschicken. Ja, los. Die Tiamat hier. Rein theoretisch müssten wir da mal was aufdecken, aber bisher... Die Thunderbird schicken wir auch mal hier hin. Ich bezweifle, dass die rechtzeitig ankommt. Und die Manticore, was macht die Manticore hier? Die Manticore fliegt mal bitte... Oh, Moment. Sollte die... Ah, die sollte jemanden abholen, ne? Aber ne, die ist voll. Okay, dann fliegt ihr hier hin. Achso, wahrscheinlich haben sie dort was verteidigt. Ist in Ordnung. Und hier ist weiterhin nichts aufgedeckt Neues. Ja, holt euch, das ist gut. Ich glaube nicht, dass wir da rechtzeitig ankommen. Ah, da ist der neue Mutok. Sehr schön. Der Mutok sollte irgendwo hin, ja. Achso, Moment, wir können hier gucken, wo das ist. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Phoenix Avionik. Ja, da fliegen wir gerade hin, deswegen... So. Und, haha! Gefahrenstufe immer noch Mitte. Ach Gottchen. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Starten wir schon mal? Nee, machen wir nicht. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.